Willkommen zurück zu Pokémon. Silberne Edition in der Arena von Urania City. Oh ja, wir haben im letzten Part Kanto endlich wirklich richtig betreten. Und befinden uns jetzt in der ersten Arena, die wir hier zu erledigen haben. Wie ihr schon seht, fangen wir nicht mit der ersten Arena an, wie es... Also mit der in der Reihenfolge befindlichen ersten Arena, wie es in Blau, Rot und Gelb der Fall war. Das heißt, wir widmen uns nicht zuerst Rocco, sondern dem Major Bob in der dritten Arena. Die Arenenreihenfolge ist hier ziemlich durcheinander gebracht. Aber alles in allem trotzdem ein würdiges Abenteuer, was uns noch erwartet. Und auch noch längst nicht das letzte. Wir heilen nochmal unsere Pokémon und dann geht's auch sofort wieder zurück zur Arena. Und wir schauen mal nach, ob wir Major Bob kleinkriegen mit unserem Team, was auch schon die Top 4 einigermaßen problemlos, denke ich, besiegt hat. Wir vermeiden mal den Trainer da hinten und gehen direkt hier hin zu Major Bob. Als erstes schicken wir aber nicht Vogel rein, sondern Fino. Und schauen mal, was es bringt. Hey, kleiner Kerl. Es war vielleicht nicht sehr klug, mich herauszufordern, aber das muss ich dir lassen. Du hast Mut. Ich bin die Nummer 1, was Elektro-Pokémon betrifft. Ich habe den Kampfplatz nie als Verlierer verlassen. Ich werde dir eine pfeffern, wie ich es mit meinen Feinden im Krieg tat. Okay. Und ihr hört, auch hier gibt es eine neue Arena-Leiter-Musik. Major Bob möchte kämpfen. Und ich finde diese Arena-Leiter-Musik echt cool. So, wir versuchen mal, wie weit wir kommen. Ihr seht, die Pokémon sind gut trainiert. Level 44, damit stehen sie einigermaßen auf dem Schnitt, den wir momentan haben. Das heißt, es ist für uns keineswegs jetzt so, dass wir hier untertrainierte Trainer angreifen. Die Arenaleiter haben es noch ganz schön in sich. Aber wir versuchen es mal mit Bodycheck, vielleicht macht das ein bisschen mehr Schaden. Auch wenn es der Rückstoßeffekt an uns selbst ein bisschen Schaden anrichten wird, aber... Ah, da... Oh, ja, oh... Na, ich denke mal, jetzt kommt da bestimmt der Hypertrank. Oh ne, kommt da nicht. Okay. Dann hat Fino da schon mal Raichu besiegt. Und vielleicht lernt er jetzt sogar Erdbeben. Mal schauen. Nein. Schade. Elektek setzt Major Bob ein. Wir bleiben mal drin. Wir haben mit Fino immer den Vorteil, dass er keine Elektroattacken einsetzen kann. Denn die sind gegen uns... nicht effektiv, das heißt, sie treffen gar nicht erst. Wir bleiben aber mal auf Bodycheck, der macht wahrscheinlich mehr Schaden. Ah, schade, der ging daneben. Ah, Lichtschild. Spezialverteidigung steigt, das wird nicht weiter schlimm, weil wir eh nur mit physischen Attacken angreifen. Zumindest jetzt. Also Pulverschnee, Eissturm können wir uns jetzt endlich schenken. Hallo, kannst du bitte mal treffen? Wo ist denn das Problem? Das ist jetzt der dritte, der in Folge daneben ging. Aha. So, einer noch. Dann dürfte Elektrik nämlich auch schon auf die Bretter gegangen sein. Und gleich müssen wir Fino mal heilen, denn so langsam wird es kritisch. Gerade die Rückstöße vor dem Bodycheck, die hauen natürlich auf Dauer ganz schön rein. Was kommt nu? Magneton. Oh, da können wir rauswechseln. Das ist ganz praktisch. Schicken wir Herakles rein. Denn da können wir immerhin gegen den Stahltyp effektiv treffen. Bleiben wir auf dem Kartschlag. Oh. Bitte nicht. Ach, Gott sei Dank. Na, ah, das ist jetzt vom Level wieder etwas niedriger. Warum ist er denn nicht kaputt? Blitzkanone. Wow. Ja, das war klar. Magneton wurde besiegt. Und es gibt einen Arsch voll EP für Herakles. Huhuhu. Elektroball. Da gehen wir auch mal raus und versuchen mal, ob wir mit Löffel was reißen können. Mit Herakles möchte ich nicht, wenn er paralysiert ist, hier weiterkämpfen. Ah, da gibt es Psychokinese.
Ja, ich glaube, der Lichtschild ist noch aktiv, darum macht das hier gerade nicht so viel Schaden. Denn der Lichtschild, glaube ich, schützt das ganze Team, nicht nur Elektek, der es eingesetzt hat, sondern der steht halt. Das ist auch einer von den Screener-Moves, glaube ich. Und noch ein Elektroball, wir bleiben immer mal drin. Wenn wir Glück haben, sprengt er sich mit Finale selbst in die Luft und dann war's das. Doppelteam, okay. So langsam könnte der, Ah, okay, Explosion. Sehr gut. Das könnte jetzt wehtun. Ja, das dachte ich mir nämlich. Aber ist nicht weiter wild, denn wir haben auch genug Pokémon übrig gehabt und damit ist Major Bob besiegt. Ah, du bist stark. Also gut, mein Junge, du erhältst den Donnerorden. Ja. Und damit haben wir unseren ersten Orden in Kanto erhalten. Der Donnerorden erhöht den Initiativewert deiner Pokémon. Du darfst stolz darauf sein, mich besiegt zu haben, hörst du? Oh ja. Das sind wir auch. Und wir gehen hinaus. Und betreten wieder das Wasser und erstmal das Pokémon Center, damit wir unsere Pokémon heilen können. Und ihr habt, glaube ich, schon gut einen Eindruck davon bekommen, dass diese Arenen doch nicht hier ganz ohne sind. Also wir haben, glaube ich, etwas mehr zu strotzen gehabt als in den Arenen in Johto. Gut, er hat natürlich jetzt auch 5 Pokémon, das ist natürlich jetzt nicht gerade wenig. Normalerweise hat er, glaube ich, nur 3 gehabt oder 2. Ich glaube, er hatte nur Voltoball und Raichu, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir schauen mal nach, ob wir hier irgendwo weiterkommen. Aber vermutlich nicht. Das Relaxo schläft da immer noch und wir haben keine Pokéflöte. Das, mit dem hatten wir, glaube ich, schon gesprochen. Ja, das ist nicht leicht zu besiegen. Dann schauen wir mal nach, was es hier in den Häusern so gibt. Im Markt müssen wir nicht vorbeischauen, wir haben noch alles. Wer bist du? Im Laufe vieler Jahre haben die Dikta einen langen Tunnel gebaut. Dieser Tunnel führt zu einer weit entfernten Stadt. Mhm, genau. Nämlich nach Marmoria City, glaube ich. Zumindest in den Weg kurz vor Marmoria City. Pokémon Arena, ja, haben wir schon besucht. Hast du schon von dem Magnetzug gehört? Er fährt nach Dukatia City in Johto. Ich möchte nach Saffronia City, um den Magnetzug zu sehen. Ja, genau, Saffronia City hat jetzt eine Zugstation, die mit, Dukatia City in Johto verbunden ist. Pokémon Fanclub. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Na, dann gehen wir doch mal rein. Hallo. Ich liebe es, wie Pipi mit seinem Finger wackelt, wenn das Metronom anwendet. Entzückend. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclub. Ich habe über 150 Pokémon aufgezogen. Ich bin sehr kleinlich. Geht, ne? Bist du extra hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Ja. Sehr schön, dann hör gut zu. Also am liebsten habe ich Galoppa. Es ist süß, lieb, klug, anmutig und wunderbar, nicht wahr? Sehr wild, schön, liebenswert. Ich verehre es. Knuddel es, wenn es schläft, warm und weich. Oh, sensationell. Großartig, einfach göttlich. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich habe dich zu lange aufgehalten. Danke, dass du mir so lange zugehört hast. Das möchte ich dir geben. Ein Sonderbonbon. Wupp, wupp, wupp. Ja, 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 ja. Danke. Und wir also den Abfall. Die anderen, glaube ich, haben nichts mehr für uns. Darum gehen wir mal weiter. Steigen aufs Fahrrädli und fahren mal hier hoch. Hier ist aber, glaube ich... Ah doch, hier ist noch ein Haus. Hallo. Ich bin der Profi-Angler, der ältere der Gebrüder Angler. Kennst du zufällig Angler Alfred? Er angelt in der Route 44. Er hat mir telefonisch einen super Tipp gesagt. Ich habe es ihm zu verdanken, dass ich ganz viele seltene Pokémon fangen konnte. Das war ein Tag! Ja, gut. Schön für ihn, ne? Hallo? Mein Pokémon ebnet das Land für den Bauwerk, aber ich habe nicht genug Geld für das Projekt. Ja, das ist natürlich eine super Kombination. Hier stand nochmal Trainer. Kommen wir denn nach Saffronia City überhaupt rein? Mal gucken. Oh ja, kommen wir einfach so. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht. Hier stand, glaube ich, die Sylph Corporation. Genau, Sylph Co. Bürogebäude. Gehen wir rein. Willkommen, das ist das Bürogebäude der Sylph Co. Aber wir kommen hier, glaube ich, nicht nach oben.
Nur das Personal hat Zutritt zu den oberen Geschossen, aber da du nun schon mal da bist, gebe ich dir dieses hübsche Souvenir. Avanor erhält Upgrade. Mit diesem Upgrade können wir ein Porygon irgendwo uns herklauen. Und wenn wir dieses Upgrade Porygon zum Tragen geben und es tauschen, entwickelt es sich danach zu Porygon 2. Aber da wir kein Porygon haben und auch überhaupt nicht tauschen könnten, hat sich das für uns eh erledigt. Was ist das hier? Haus von Mr. Psycho. Hinein. Sieht aus wie ein Angler, der Typ. Du wolltest es so! Okay. Du bist merkwürdig. TM 29 müsste Psychokinese sein. Ja. Sie kann die Spezialwerte des Gegners senken. Ja, sie macht davon... Kann sie, ja. Aber ihr Hauptaugenmerk liegt eigentlich darauf, dass sie einen endlos ekelhaften Schaden macht. Und, das ist eigentlich eher der Grund, warum ich Psychokinese gerne einsetze. Wir schauen mal nach, was wir hier haben. Meine Tochter macht gerne Menschen nach. Dieses Hobby hat ihren Spitznamen Nachahmerin eingebracht. Meine Tochter ist sehr ich-bezogen. Sie hat nur wenige Freunde. Ja, das kann ich mir denken. Gucken mal. Hi, magst du Pokémon? Nein, ich frage dich. Was? Du bist komisch. Das Nachahmen aufgeben? Aber das ist meine liebste Beschäftigung. Okay. Ich glaube, in Rot, Blau und Gelb konnte man ihr hier so eine Pokémon-Puppe geben. Wir schauen mal weiter. Hier müsste das Gebäude sein für den Magnetzug. Genau. Der Magnetzug ist mit modernster Technik ausgestattet und erreicht durch die Nutzung von Elektrizität und Magneten unglaubliche Geschwindigkeit. Ohne Elektrizität allerdings... Ja, kann man ihn besser schieben, wahrscheinlich. Es tut mir leid, aber der Magnetzug ist im Moment nicht in Betrieb. Genau, denn ich glaube, es gibt erst ein Problem mit Elektrizität. Und das ist das, was wir erstmal lösen müssen. Aber das können wir jetzt noch nicht. Was haben wir hier? Das ist der Durchgang, genau. Wir haben zwei Arenen. Wir erinnern uns daran. Karate-Dojo. Wir schauen mal nach, was da so drin ist. Hi. Hallo. Der Karate-Meister, der Leiter des Karate-Dojo, übt in einer Höhle in Johto. Genau. Wo der genau ist, weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, er ist irgendwo im Kesselberg oder so. Fokusband. Und ich glaube, wenn man ihn aufsucht, schenkt er uns einen Rabauz. Aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Pokémon Arena von Safronia City. Leitung Sabrina, die Meisterin der Psycho-Pokémon. Ja, dann. Und wir kennen dieses liebe Teleporter-Spielchen hier nur zu gut. Ist der Rotz, den die Menschheit jemals erfunden hat. Ob wir einigermaßen gut hier durchkommen. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger funktionieren. Ich gehe mal nach dem Zufallsprinzip vor. Lauf einfach irgendwo rein und gucke, wo ich lande. Ich habe es deutlich vor mir. Ich kann in deine Seele blicken. Was siehst du? Schwärze. Medium Daphne möchte kämpfen. Und Daphne schickt Fleckmon in den Kampf. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Aber das dürfte für Curex kein Problem sein. Da gibt es einen Biss und die Sache ist gegessen. Volltreffer. Lamus. Da schicken wir mal Teresi rein. Dann kann Teresi seine Donnerherrschaft auch auf Kanto ausweiten. Okay, ihre, es ist weiblich. Bling, Level up für Teresi, Level 45. Sehr gut. Das war Medium Daphne. Obwohl ich in dir lesen kann, habe ich verloren. Tja. Kommt in der Brille. Ich hasse diese Arena. Pest. Ah, grauenvoll.
Na. Das Karte-Dojo nebenan war früher die Pokémon-Hinterher der Stadt. Ja, okay. Warum ist dies nicht geblieben? Da konnte man einfach nach hinten durchlaufen. Psycho Rainer schickt Pantimos in den Kampf. Nennen wir ihn Rainer. Da gibt es einen Biss von Curex. Ja, mach euch Zugabe, ist okay. Zugabe zwingt uns dazu, den Move, den wir gerade eingesetzt haben, zu wiederholen. Was im Grunde nicht schlimm ist, weil das eh sehr effektiv ist und er sich damit selber ins Bein geschossen hat. Wir könnten das durch Auswechseln beheben. Allerdings sehe ich da gar keinen Grund zu, denn solange ich eine Attacke einsetze, die Schaden macht und sehr effektiv ist, sehe ich da gar keine Schwierigkeiten. Damit kann man aber unheimlich schön trollen, wenn man zum Beispiel einen Move eingesetzt hat, der im Grunde keine weiteren Auswirkungen hat, wie zum Beispiel Regentanz. Würde ich jetzt gezwungen sein, 5-mal in Folge Regentanz einzusetzen, oder halt mehrmals, was im Grunde überhaupt nichts bringt. Und ich wäre damit gefangen, bis das aufhört, oder ich müsste halt austauschen. Im Competitive Play ein sehr, sehr gern und fies genutzter Move, Zugabe. Besonders gegen Pokémon wie Nachtara zum Beispiel, denn Nachtara ist eines der wenigen Pokémon, die kaum offensive starke Attacken beherrschen. Und insofern kann man den wunderbar mit Zugabe auskontern. Kreideschrei lernen wir nicht, das ist Bullshit. So. Renier wurde besiegt. Ich war zu leicht zu besiegen. Ja, das war's. So, jetzt nehmen wir mal den Teleporter hier oben. Und den. Na. Psychische Stärke ist die Kraft deiner Seele. Das hast du gut erkannt. Wirklich. Du solltest eine Urkunde dafür kriegen. Frederik Kadabra. Bies. Und auf Wiedersehen, Kadabra. Das war ein kurzer Kampf. Deine Seele ist stärker als meine. Ja, hast du daran jemals gezweifelt, du Wicht? Aha, da bist du ja. Gut, wir bleiben mal mit Curex auf jeden Fall drin. Wir haben noch ein bisschen Zeit, darum. Ich wusste, dass du kommen würdest. Vor 3 Jahren sah ich dich in einer Vision. Du willst meinen Orden haben. Ich habe keine Freude am Kämpfen, aber als Leiterin ist es meine Pflicht, all denen einen Orden zu geben, die sich als würdig erwiesen haben. Da du es wünschst, werde ich dir meine psychischen Kräfte zeigen. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum ist Sabrina Arena-Leiterin, wenn sie das Kämpfen nicht mag? Leiter Sabrina möchte kämpfen. Sabrina schickt Psyana in den Kampf. Ja, sie setzen hier nämlich auch Pokémon aus Johto ein. Level 46. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was soll denn das? Wir gehen für den Biss. Das ist natürlich jetzt die interessante Frage, was macht mehr Schaden? Ein Biss, der sehr effektiv gegen Psyana ist, oder ein Surfer mit Step-Bonus? Ich versuche das einfach mal. Der Vorteil beim Biss wäre wahrscheinlich noch gewesen, dass Psyana ausweichen könnte. Na, macht ein bisschen mehr Schaden. Gut, der ging daneben. Dann gibt es nochmal einen Biss. Pantimos. Wir bleiben mal drin. Pantimos kann, glaube ich, jetzt nicht so viel, was uns ärgern könnte. Gibt's auch einen Biss. Boah, macht das wenig Schaden. Barriere. Verteidigung steigt stark. Okay, das heißt, wir gehen nicht mehr für den Biss, denn das ist eine physische Attacke und die wird jetzt viel, viel weniger Schaden machen. Also bleiben wir auf Surfer. Das heißt, wir müssen das letzte Pokémon gleich ohne Biss irgendwie auseinandergeraubt kriegen. Boah. Hör auf mit dem Müll, bitte. Das macht doch so endlos viel Schaden. Das haut echt rein, das kann man nicht anders sagen. Da reicht eine Aquaknarre. Jawohl. Das war Pantimos. Und ein Simsala. Wir tauschen mal raus. Auf, Vogel. Versuchen wir es mal.
Ah nein, die Barriere steht noch. Warum habe ich... Oh nö, das war dumm. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Denn ich glaube, Fliegen ist eine physische Attacke. Sehr. Mhm. Na, der einzige Vorteil, den wir haben, ist wirklich, dass... dass wir... als Simsala... mit Simsala als Gegner einer... ein Pokémon haben, was über absolut miserable Verteidigungswerte verfügt. Wow. Krass. Gott sei Dank, da hat Vogel wirklich Glück gehabt. Deine Stärke übertrifft meine Vorahnungen bei weitem. Vielleicht ist es nicht möglich, alles vorherzusagen, was die Zukunft bringt. Gut, du hast dir den Sumpforden verdient. Warum auch immer man den Sumpforden von dir bekommt. Der Sumpforden aktiviert deine unterbewussten Kräfte. Obwohl ich nicht in der Lage war, deine Stärke vorauszusehen, weiß ich das ganz sicher. Du wirst ein gefeierter und beliebter Champ werden. Ich bin schon Champ. Im nächsten Part geht's weiter mit Pokémon Silber. Bis dahin und ciao.